Ja, fast jeder hat schon einmal von Ihnen gehört, den Target-2-Salden. Und trotzdem wissen viele nicht genau, was diese genau aussagen. Und das Ganze zu Recht, denn hierbei handelt es sich um ein sehr, sehr schwieriges und auch sperriges Thema. Trotzdem möchte ich dir heute erklären, was Target-2-Salden sind, was es mit ihnen auf sich hat und welche Gefahren von ihnen ausgeht. Bleib hierzu einfach dran. Ja, bietet die Europäische Zentralbank, also kurz EZB, ihren Mitgliedern, also den nationalen Notenbanken, Kredite in beliebiger Höhe ohne irgendwelche Sicherheiten und ohne Begrenzung der Laufzeit zum Nullzins? Nein, oder? Doch genau das tut sie. Im Interbankenzahlungssystem Target 2 können die Mitglieder des europäischen Systems der Zentralbanken Zahlungsbilanzdefizite ihrer Länder in unbegrenzter Höhe für unbegrenzte Zeit zum Nulltarif finanzieren. In diesem System ist die Deutsche Bundesbank unfreiwillig der größte Kreditgeber. Ende letzten Monats hatte sie 1,056 Billionen Euro an die EZB geliehen. Die Bank von Italien ist der größte Schuldner. Ende Juni stand sie bei der EZB mit über 520 Milliarden in der Kreide. Die EZB und ihre gewogenen Stimmen wiegeln ab. Das seien ja nur Verrechnungssalden, die keine ökonomische Bedeutung hätten. Doch das stimmt so nicht. Um dies zu beweisen und ja, die Fragen, woher stammen die berühmten Salden und welche Folgen haben sie, zu beantworten, möchte ich mich auf einen Artikel bzw. ein Beispiel von Thorsten Polleit beziehen. Wenn zum Beispiel Franzosen deutsche Waren kaufen und der französische Käufer den Kaufpreis an den Verkäufer in Deutschland überweist, wird diese Zahlung innerhalb des Tage 2 abgewickelt. Hier kommen dann auch die nationalen Zentralbanken ins Spiel, denn es sind die jeweiligen Zentralbanken, die die Target-2-Zahlung abwickeln. In diesem Fall die Bank von Frankreich und die Deutsche Bundesbank. Im Normalfall gibt es am Tagesende keine Salden im Target-2, das heißt, alle Konten sind ausgeglichen. Jede teilnehmende Zentralbank hat alles, was sie zahlen musste, gezahlt. Und sie hat alle Zahlungen, die sie erhalten sollte, auch natürlich empfangen. Seit geraumer Zeit gilt das jedoch nicht mehr. Vielmehr verbucht die Deutsche Bundesbank immer größere positive Target-2-Salden. Das heißt, sie häuft immer mehr Euroguthaben bei anderen Zentralbanken im Euroraum an. Sie hat also Forderungen gegenüber den Zentralbanken. Spiegelbildlich dazu bauen die Zentralbanken mit einem negativen Target-2-Saldo, wie zum Beispiel die Bank von Italien, immer höhere Verbindlichkeiten bzw. Schulden auf. Ja, was steckt dahinter? Es sind vor allem zwei Vorgänge. Der erste, die Kapitalflucht. Das heißt, die Anleger in zum Beispiel Italien überweisen ihre Guthaben an deutsche Banken. Und zweitens, Länder, die einen negativen Target-2-Saldo haben, häufen Leistungsbilanzdefizite an beziehungsweise bezahlen ihre Importe mit neu geschaffenen Euros. In der Ausgangssituation hat eine italienische Geschäftsbank vergebene Kredite in Höhe von 1000 Euro und ein Guthaben bei der Bank von Italien in Höhe von 10 Euro beispielsweise. Gleichzeitig weist sie Kundenverbindlichkeiten in Höhe von 500 Euro aus. Nun will der Bankkunde seine 500 Euro nach Deutschland überweisen, sie in Sicherheit bringen, weil er fürchtet, die italienischen Banken werden Schiffbruch erleiden. Die italienische Bank hat jedoch nur die besagten 10 Euro in der Kasse, auf die sie zugreifen kann. Sie kann daher die Überweisung nicht ausführen. Ja, um nicht zahlungsunfähig zu werden, leiht die Bank von Italien ihr die 490 Euro. Das kann sie machen, indem sie zum Beispiel Notkredite oder andere Direktkredite gewährt. In diesem Fall hat die Bank von Italien eine Kreditforderung gegenüber der italienischen Bank und schreibt ihr gleichzeitig den Kreditbetrag gut. Ja, die italienische Bank hat nun insgesamt die 500 Euro und kann sie überweisen. Das Geld wird nun auf das Konto bei einer deutschen Bank überwiesen. Die Bilanz der deutschen Bank erfährt in diesem Moment eine Verlängerung. Auf der einen Seite taucht ein Guthaben des italienischen Kunden in Höhe von 500 Euro auf und auf der anderen Seite verfügt die Deutsche Bank
nun über ein Basisgeldguthaben von 500 Euro. Wichtig ist nun Folgendes. Bei der Überweisung des italienischen Kunden wird das Guthaben, das die italienische Bank bei der Bank von Italien gehalten hat, der Bundesbank gutgeschrieben. Die Bundesbank agiert hier nämlich als Korrespondenzbank. Sie schreibt das Geld der deutschen Bank, die die Überweisung aus Italien erhalten hat, auf dem Konto, das die deutsche Bank bei der Bundesbank unterhält, gut. Das Ergebnis von all dem ist, dass der italienische Bankkunde nun sein Geld erfolgreich nach Deutschland gebracht hat, dass die Basisgeldmenge, also durch die Kreditvergabe der Bank von Italien, gestiegen ist und dass die Bank, die Bundesbank, eine Forderung in Höhe von 500 Euro gegenüber der Bank von Italien ausweist. Was passiert mit den Tage-2-Salden nun? Nehmen wir an, die italienischen Bankkunden wollen ihre Guthaben, die sie bei deutschen Banken geparkt haben, wieder nach Italien überweisen. In diesem Falle würde der positive Tage-2-Saldo der Bundesbank und der negative Tage-2-Saldo der Bank von Italien letztendlich verschwinden. Wenn aber die Italiener allerdings ihr Geld, das sie zuvor von Italien nach Deutschland überwiesen hatten, letztendlich verausgabt haben, indem sie, sagen wir mal, Häuser und beispielsweise Aktien in Deutschland oder anderswo gekauft haben, können definitiv die Tage-2-Salden nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es müsste dann schon der recht unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine Kapitalflucht von Deutschland nach Italien einsetzt oder dass Deutschland ein Handelsbilanzdefizit gegenüber Italien ausweist und die Deutschen ihre Importe aus Italien mit der EZB-Notenpresse finanzieren. Ja, was geschieht, wenn die Tage-2-Forderung der Bundesbank als uneinbringlich angesehen werden müssen? Sie ist dann abzuschreiben. Ja, das wiederum führt natürlich zu Verlusten in der Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbank und würde ihr Eigenkapital, also das Grundkapital und Rücklagen hält von 5,7 Milliarden Euro, nicht nur aufzehren, sondern sogar zu einem massiven negativen Eigenkapital führen. Die bisherigen Bundesbankgewinne, die in die öffentlichen Haushalte kamen, fallen aus und die Steuerzahler werden in die Pflicht genommen, für die Ausfälle natürlich aufzukommen. Kurzum, die Steuerbelastung steigt. Der deutsche Steuerzahler, wie immer, zahlt die Zeche für die Rettung der italienischen Banken und deren Kundengelder. In dem Fall, in dem der Euroraum auseinanderbricht, in dem Italien austritt, ist der Tage-2-Saldo definitiv verloren. Denn würde Italien eine neue Währung einführen und würde diese gegenüber dem Euro abwerten, stiege der Wert der italienischen Euro-Verbindlichkeiten in heimischer Währung. Die politische Bereitschaft Italiens, seine Tage-2-Verbindlichkeiten gegenüber Deutschland nach einem Euro-Austritt abzustottern, ist vermutlich sehr gering. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld wirklich sicher und rentabel anlegst, dann besuche einfach mein Webinar Mach es wie die Hochfinanz oder buche ein kostenfreies Kennenlerngespräch, wo wir prüfen, ob und wie wir dir helfen können. Die Links hierzu oben und auch unten in der Videobeschreibung. Alles Gute bei deinen Geldanlagen. Herzliche Grüße aus Eichenzell. Bleib sicher mit deinem Geld. Dein Daniel Sauer.